weil hier unten dann irgendwie Schreck graust, aber da ist Wasser. Vielleicht mal eine... Moment. Machen wir einfach mal. Ja, kann man dann hier auch das Wasser sehen, das ist doch schön. So. Dann kommen wir nämlich wieder hin zu dieser Stelle. Da, 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 da. Da, da, da. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Upp. Hier waren wir fertig. Nee. Hier waren wir noch lange nicht fertig. Hier waren wir fertig, oder? Hier waren wir fertig. Hier muss irgendwo... Da ist Uran. Siehst du? Hier ist Uran. Meine Güte, was ist hier? Wie viel Uran ist denn hier? Meine Güte. Jetzt müsste aber... Boah. Das hat sich jetzt gelohnt, würde ich sagen. Ein bisschen ordentlich. Na komm, machen wir auch wieder zu. So. Wie wir dann gleich weiter runtergehen, gucken wir dann gleich mal. Aber erstmal machen wir hier alles ordentlich zu. Wie sich das gehört. So. Na komm. So. Und ja gut, hier ist dann eh so der Einwegabstieg. Machen wir das Ganze hier mal ein tiefer, würde ich sagen. So. Ja gut, dann nutzen wir den Müll, den wir gesammelt haben, mal für was Sinnvolles. Bauen einfach mal zwei Öfen dahin. So, noch ein Ofen. Noch ein Ofen. Können wir doch schon was reinschmeißen? Nö. Ja, irgendwie Holz oder so wäre vielleicht ganz cool, weil dann könnten wir nämlich hier eine Truhe bauen, aber gut, was soll's. Dann würde ich sagen, wir gehen hier weiter runter. Nächstes kommt. Ein bisschen mehr Mese, das ist schon mal ganz schön. Mese kannst du immer gebrauchen. Ach, und Diamant-Tor. Lohnt sich, würde ich sagen. Lohnt sich. Ich glaube, wir nehmen mal so viel mit, wie wir mitnehmen können, bevor wir dann in die Region kommen, wo dann der Weltgenerator mit den neuen Einstellungen irgendwie die Erze generiert. Bis dahin nehmen wir mit, was wir kriegen können. Irgendwann kommen wir dann auf eine Höhle. Höhle ist immer ganz gut, weil wir dann auch weniger Hacke hier verbrauchen, sondern einfach nur noch rumlaufen, ausleuchten und Zeug mitnehmen. Na, mal hier hin. Kann nämlich hier gleich den Kram mitnehmen. Joi, lohnt sich ja tatsächlich mal. Wieder eine Höhle ganz angebracht, oder? Ach, scheiß Sand. Oh. Ich tausche das jetzt mal aus. Es geht mir hier auf den Geist. So. Oh. Ich will keinen Sand. Sand nervt. Diamanten. Oh, sogar ein paar mehr Diamanten. Schönes Ding.
Aber Uran ist jetzt wahrscheinlich vorbei, ne? Ich glaube, das gibt es dann nur auf der Höhe jeweils. Was wir mit dem ganzen Kupfer machen? Keine Ahnung. Uai. Das wäre aber böse ins Auge gegangen. Dafür haben wir nämlich unseren Eimer Wasser. Ja. Siehst du? Kommt dann nämlich ein bisschen Sand draufschmeißen und dann kommen wir uns dann nämlich drauf, dann können wir mal gucken, was hier los ist. Aha. Wow. Ja, also Höhle gefunden, würde ich sagen. Eher so ein bisschen so die Lava-Höhle hier, ne? Gucken wir mal, was wir hier so machen können. Oha, oha, oha. Das ist ja hier alles so haarscharf an der Kante, ne? Die ganzen Löcher hier, die sind auch nicht gerade ungefährlich, ja. Machen wir hier mal ein bisschen zu. Falls wir hier irgendwann mal wieder herkommen sollten, Obsidian haben wir jetzt hier auch genug. Risiko hier, ne? Oh, nee. Das Blöde ist, so schnell kriege ich gar nicht Home-Tipp, wie ich hier sterbe. und mit den ganzen Sachen, die ich jetzt im Rucksack habe hier, apropos Rucksack, ich habe... Nee, habe ich nicht. Warum habe ich keinen Rucksack? Ich muss die Rucksack-Mod nochmal irgendwie wieder installieren und aktivieren und nutzen. Weil dann kann man nämlich das ganze schöne Zeug hier einfach in den Rucksack schmeißen. Und wenn dann doch mal was passieren sollte, dann bleibt der Rucksack erhalten. Was natürlich so gameplay-technisch eher so ein bisschen komisch ist, aber hey, komm, scheißegal. Ja, dann, da ist die Hacke auch. Warum ist die so schnell kaputt? Was ist das denn hier? Können wir mal gucken, was wir da hinten irgendwie machen können. Das ist voll riskant, ne? Weil wenn hier dann eben durch Ladeverzögerungen das Ding einfach wieder verschwindet, was ich da hingepflanzt habe, dann falle ich nämlich durch bis auf den Grund. Und das ist nicht so geil. Na, da, di, da, da. La, 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 la. Alles gut. Und hinten ist auch nichts. Nee, da ist nichts. Können wir da an der Seite mal, können wir hier mal einmal außen rum. Ups. So. Na komm. Da ist aber auch nichts. Ja. Gut, dann nehmen wir mal hier ein bisschen mit. Diamanten. Diamantor. So. Da oben das Zeug, das hole ich jetzt mal nicht. Ja, muss ich mich jetzt hochbauen und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Das heißt aber, wir gucken mal, dass hier... Mahlzeit. Das ist doch so ein komisches Lavamonster, was hier so rumblubbert. Na, wo ist denn das? Ja, ja, wo bist du? Komm. Zeig dich, wo bist du? Wahrscheinlich hier unterm... ist wahrscheinlich hier irgendwie unter drunter gefangen oder so. Gut, dann... Licht. Also so rein vom Sound ist das hier irgendwo drunter. Wollen wir eben gucken. Gut. Was auch immer. Was auch immer, Freundchen. Wir gehen einfach mal hier weiter runter. Boah.
Das hatten wir doch schon mal gehabt. Na, wer erinnert sich noch? Upsi. Wir gehen mal ein bisschen weiter an den Rand. So. Hier sollten wir relativ sicher sein und, sag mal, wie laut bist du denn? Das ist ja schrecklich mit dir. Da ist die Hacke hinüber, da ist die Hacke hinüber. Ich dachte gerade, ich fall. Ups. Ah, wenn das so dunkel ist, dann macht das echt irgendwie keinen richtigen Spaß. Oh, richtigen Spaß. Hier kann man auch noch stehen. Oh, da habe ich gerade was durchschimmern sehen. So ganz knapp hat er versucht zu laden, war dabei aber zu langsam. Und hat ein bisschen was gezeigt, was noch auf uns zukommt. Das ist doch schon mal ganz schön. Bis dahin nehmen wir mal hier ein bisschen Kohle mit. Kohle, 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 Kohle. Und weiter runter, und weiter runter, und weiter runter. Da, 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 da. Gucken wir doch mal. Ich meine, so Höhlentour ist ja eh so one way, weil wir werden sowieso nie wieder zurückkommen zu dieser Höhle. Da habe ich mir aber überlegt, man könnte natürlich irgendwie so ein Travel-Net sich aufbauen und dann einfach eine Travel-Net-Station mit runternehmen in die Höhle und da dann eben gucken, hier, ich wohne jetzt hier und dann stellst du da deine Travel-Net hin, verbindest sie mit deinem normalen Netzwerk und kannst dann eben damit problemlos wieder an die Oberfläche kommen, ohne hier dadurch jedes Mal wieder runterbauen zu müssen, 100 Jahre lang. Und ist es immer noch ein bisschen irgendwie so gameplaymäßiger sinnvoller, anstatt da irgendwie mehrere Homes zu haben. Was natürlich auch funktioniert. Ah, hier ist Gold. Sehr schön. Nicht, dass Gold irgendwas wert wäre in meinem Test, aber ey, dann haben wir es zumindest. Ja, ich glaube wirklich Höhlentour wird es in dieser Folge 43 Minuten. In diesen beiden Folgen wohl nicht geworden sein. Letzte Folge sowieso nicht. Diese Folge, die jetzt gerade läuft und aufgenommen wird, wohl auch eher nicht mehr. Ist aber auch gar nicht weiter tragisch. Wir machen die Hacker jetzt noch kaputt, gucken mal, wie weit wir runterkommen. Und TravelNet und so ist, glaube ich, dann wirklich eine sinnvolle Maßnahme. Weil wir dann halt wirklich jederzeit wieder hochkommen können. So. Aber so ein bisschen was hat es ja gebracht. Wir haben mal was anderes gemacht, als ein Haus zu bauen. Das ist auch mal ganz schön. Wirklich effektiv war man natürlich nicht, weil einfach nur stumpf nach unten bauen und gucken, was passiert, ist natürlich auch nicht so das Wahre. Verstehe ich schon, aber hey. So ist das dann wohl, so ist das dann wohl. Noch mehr Zeug. So viel Kupfer werden wir im Leben nicht brauchen. Muss ich nur immer an den Server denken, auf dem ich meine ganze Zeit lang gespielt habe, den es wohl inzwischen so in der Form nicht mehr gibt, aber ist egal. Da hatte ich dann irgendwie eine ganze Doppelkiste voll mit Kupferblöcken. Also Stacks von Kupferblöcken. Und wir haben eine Höhle gefunden. Sehr gut. Ja, aber so eine ganze Kiste voll, ne? Kupferblock-Stacks. Da kannst du dir echt schon ausdenken, wie viel Kupfer das war. Ja, gut. Höhle, ja. Wie viel Kupfer haben wir denn jetzt hier noch? Für so ein paar Stacks reicht es noch nicht, aber... Nee, das war Eisen. Wo ist denn hier unser Copper? Hier ist unser Copper. Copperfield. So, da ist Eisen. Noch mehr Eisen. Ein bisschen Diamant und... Mehr Kupfer, mehr Kupfer! Oh, hier ist doch schön. Schön ein bisschen Zeug. Na, komm. Wie viel ist denn hier noch? So.
Das lohnt sich, das lohnt sich, auch wenn wir das nie brauchen werden, aber dann haben wir es zumindest mal. So, alles abgeräubert hier. Schon, ne? Gehen wir hier hinten mal und dann gehen wir hier hinten weiter runter. Ja. Wir haben ja noch Fackeln. Und solange wir noch Fackeln haben, können wir hier auch noch weiter bauen. Wird halt nur blöd, wenn wir keine Spitzhacke mehr haben. Weiterbauen dann erledigt. Ah, ich lasse das Zeug jetzt einfach mal da. Wir wollen einfach mal gucken, wie wir runterkommen. Mehr Zeug. Mehr Zeug. Immer so ein bisschen riskant, ne, da runter zu springen. Gerade wenn man dann irgendwie nicht sehen kann. Wobei ihr irgendwie auf YouTube wahrscheinlich noch weniger seht als ich hier gerade, weil YouTube das ja irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen alles immer noch mal dunkler macht, als es tatsächlich ist. Was auch immer der Quatsch soll. Aber da kann man wohl nicht wirklich was dran machen, außer dann selber irgendwie das Bild heller zu drehen, wobei halt dann auch wieder scheiße ist, weil es natürlich dann nicht mehr so original ist. Oh. Und gut, dass wir so viel Fackeln mitgenommen haben, dann haben wir nämlich noch welche. Aber so Höhle oder so, jetzt mal, ich meine so eine richtige Höhle, nicht so eine kleine Schüssel da wie gerade eben, das war ja nur gar nichts. Höhle sehen und sterben, würde ich sagen, oder? Da ist die Hacke hinüber und dann war es das mit unserer Höhlentour. War ja so semi-erfolgreich. Gut, da kann man nichts machen. Da würde ich sagen, wir sortieren das mal eben weg. Reinschmeißen, komm, scheißegal. Wir sortieren das eh nochmal irgendwann vernünftig. Spätestens dann, wenn wir so große automatische Lager bauen, was dann da irgendwann kommen soll, da werden wir dann auf jeden Fall eine vernünftige Sortierung haben. Bis dahin müssen wir halt mit dem leben, was wir haben. Ne? Und dieses komische Anführungszeichen Kellerlager, das ist ja wirklich so zum Arbeiten gedacht. So, dann werden wir die nämlich mal schön hier verwursteln. Was soll das? So. Da kriegen wir dann nämlich wieder ordentlich ordentlich Material von. Komm, bei der Gelegenheit natürlich eine Hacke, zwei Hacken, komm, mal drei Hacken. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wasser haben wir. Müssen wir eh wieder oben machen. Das raus, das raus, das. Zack. Ups. Ja. Rein, raus, hin. Das rein, das raus, das zurück. Ist natürlich jetzt mit ein bisschen Zeit verbunden. Aber die Zeit, die nehmen wir uns einfach.
Hab ja schon mal gesagt, das Let's Play, das wird einfach total entspannt. Manche würden sagen langweilig. Und von daher nehmen wir uns einfach alle Zeit der Welt, die wir brauchen, um hier einfach mal in Ruhe ein bisschen was zu bauen. So. Hier auch noch. So, und dann machen wir den einmal wieder voll. Und dann pressen wir das Ganze mal in Form. Ups. Und dann brennen wir das Ganze einfach mal an dem einzigen funktionierenden Ofen. Da können wir auch mal ein bisschen Kohle nachlegen. So. Ja, Kaktus ist inzwischen schön gewachsen. Das ist doch schon mal ganz fein. Wir können auch mal gucken, ob wir irgendwo eine kleine Kaktusfarm uns anlegen. Wir haben eine Schaufel hier. Ach, schön. Guck mal hier, das Boot. Ist das nicht toll? Miau. Wir können die natürlich hier irgendwie auf diesen Feldern mitmachen, die Farm, oder? Oh, wobei... Wollen wir die hier machen? Ja, ich glaube, wir machen die hier, oder? Ist ja egal, ist ja egal. Wir haben nur ein bisschen Sand und Sand haben wir. Ja. Und dann pflanzen wir da nämlich schön die Kakteen an. Ja. Gleich auch wieder ein Häppchen essen, ne? Mal Wasser brauchen, ne? Ja, nicht die Kakteen. Und dann nehmen wir nämlich schön unsere... Kann man die mit der Hand abbauen? Nee. Nehmen wir nämlich schön unsere Axt, die ich jetzt erstmal wiederholen gehen darf. So. Bei der Gelegenheit probiere ich mal aus, ob man hier nicht auch... Nee, erkennt er nicht automatisch. So. Experiment erfolgreich abgeschlossen. Und dann pflanzen wir nämlich das Ganze hier schön mit Kakteen zu. Dauert jetzt natürlich, bis es dann gewachsen ist, aber dann haben wir eine schöne Kakteenfarm. Und wenn wir eh gerade dabei sind, die Farben irgendwie auszubauen, dann können wir nämlich auch gleich mal gucken. Machen wir das da? Dann machen wir das hier. Na, gehen wir noch eins tiefer, würde ich sagen. Können wir nämlich gleich mal gucken, dass wir hier... Das muss jetzt leider einmal alles rumlaufen. Kommt auch gleich der ganze Unkraut weg, das ist ja auch schön. Na, wer sieht, was es werden soll? Ja, ja, da ist sie hinüber. Gut, jetzt haben wir natürlich keine Hacke mehr. Oh, es ist ein Hacker holen hier. Oh, Mensch, oh, Mensch, oh, Mensch. Beziehungsweise, was heißt Hacke holen? Wir müssen die uns erstmal bauen, die Hacke. Dass sie so schnell kaputt gehen. Ich habe die länger haltbar in Erinnerung. Ist da was gemacht worden? Ah, guck mal hier, der Kaktus, der wächst schon. Das ist doch schon mal schön. Dann kann man den nämlich gleich schon mal verlängern. Zack. Na, je schneller und mehr hier Kaktus wächst, desto besser.
Nicht, dass wir den jemals für irgendwas brauchen würden, aber dann haben wir ihn zumindest. Ach, wir könnten aber eigentlich. Doch, wir machen das. Und zwar für den aberwitzigen Fall, dass wir irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen dort von unten ankommen sollten. Machen wir das mal mit den flachen Steinplatten-Dingern. Die sind hier, wo dann einer noch in die Mitte kommt. Die wir auch im Keller beim Generator nutzen. Weil falls wir dann da mal von unten irgendwie uns langgraben sollten, wird es hoffentlich auffallen, dass da irgendwie irgendwas ist, wo man nicht längs graben sollte. Völlig unnötig, überflüssig, man sieht es später sowieso nicht, aber es ist da und dass es da ist, ist das Wichtige. Genauso wie die Schaufel jetzt hier das Wichtige ist. Komm, walte deines Amtes. So. So. Dann müssen wir einmal nach Hause, weil wir einmal Steine brauchen. Und zwar die guten gebrannten Steine, wenn ich mich da richtig erinnere. Ach, guck mal, wir haben auch sogar noch welche da. Das heißt, wir brauchen gar nicht welche machen. Stone Tile. Die guten Steinfliesen. Da ist schon wieder einer gewachsen. So. Oh, gleich der nächste. Sehr gut. Weiter so. Und es wird schon wieder Nacht. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. So ist doch hübsch. So soll es sein. Naja, fast. Muss man nämlich mal eben gucken. Dass wir das Ganze hier noch schön bewässern. Ich glaube, hier ist hier schneller. Hier rausnehmen, da rein, hier rausnehmen, da rein, hier rausnehmen, da rein. Jetzt kommt das Beste, hier rausnehmen, hier rein. Die ganze Reihe ist bearbeitet. Hier raus, na, hier rausnehmen, da rein, hier rausnehmen, da rein, hier rausnehmen, da rein. Und schon haben wir eine geschlossene Decke. Ups. So, dann kommt rein. Oh, da ist einmal Flint draus geworden. Och, wie schade. Naja, gut. Ups. Du Viech, was willst du von mir? Warum stehst du mir auf dem Kopf? Hau ab. Da rein. Da rein. Da rein. Ist ganz schön, da kommen wir nämlich hier wieder raus. Ja. Holen wir mal eben ein Kies und ein bisschen Erde. Nur Erde haben wir, glaube ich, noch dabei, ne? Ein Kies. Ich finde das ja immer noch geil, dass die einfach immer nur aufgehen, aber nie zugehen.
So. Kaktus, wächst du wieder? Ein Kies. Und jetzt bloß nicht reinfallen. Sieht hier jetzt natürlich so ein bisschen komisch aus, weil das Wasser da ja eigentlich noch wäre auf dieser Höhe. Durch den Shader ist es das optisch zumindest nicht. Trotzdem ist natürlich rein von der Engine her, sobald was drüber ist, rendert die obere Textur nicht mehr. Und die obere Textur, die ist halt dann unsichtbar, obwohl das Wasser dann eigentlich ein bisschen drunter wäre. Das haben wir beim Hafen ja auch so ein bisschen das Problem. Aber das passt schon. So. Ja, hier wird jetzt natürlich überall irgendwie dann, ja, der bemooste Stein, aber das ist nicht weiter tragisch. Das passt dann ja auch so ein bisschen. So. Aber ich denke mal, hier sieht man schon, was es werden soll. Kies. Ne. Das rein. Der Cobblestone, das Steinzeug. Steinzeug. Da rein. Sand. Da rein. Ja. Nee. Da rein. Das einfach in die Ökokiste reinschmeißen. Zack. So. Den Eimer Wasser, den müssen wir wieder auffüllen. Ohne Eimer Wasser rumzulaufen, ist nicht so eine gute Idee. Den braucht man halt immer mal wieder, ne? So. Haben wir eigentlich wieder unsere Grundausrüstung. Jetzt können wir nämlich eben ganz kurz gucken, ob ich überhaupt etwas habe, was ich dort einpflanzen will. Ja, wir haben übrigens noch Kaktus. Müssen wir was jetzt holen. Ich kann mich noch ganz dunkel daran erinnern, dass irgendwo da, wo ich vermute, dass da noch was war, da können wir dann gleich nochmal gucken. Aber da müsste eigentlich noch was sein. Wir sind doch irgendwann mal da hinten hingerannt. Wisst ihr noch? Ja, 1 Stunde 3 Minuten, das machen wir jetzt eben noch und dann ist die Aufnahme... Der Teil der Aufnahmesession dann auch wieder vorbei. Die Aufnahmesession selber, mal gucken, wie weit wir noch machen. Aber dann ist die Folge. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Die Folge ist dann wieder vorbei. Hier ist übrigens das, was ich meine mit dem Wasser. Na, weil eigentlich ist es da, aber da das Wasser hier nicht ganz bis zur Oberkante geht. Und wenn dann da was drüber setzt, ist es dann halt weg. So. Einmal hier rauf. Boing. Und dann gucken wir mal da hinten. Ich kann schon sehen, von hier da hinten da die Lücke. Da gehen wir jetzt einfach mal hin und dann gucken wir mal, was da war. Ansonsten ist die Landschaft schon geil, ne? Da kann man nur echt nichts sagen. Ja, hier schön die Bergkette hier hinten noch weiter. Na, wir gucken mal, wie weit wir da mit diesem Küstenwanderweg irgendwie kommen. Ne, hier war das, ne? Hier war das nicht. Ne, hier war das. Ja, gehen wir hier längs. Ja, also wie weit wir mit dem Küstenwanderweg noch kommen, ob wir hier tatsächlich irgendwie einmal rumkommen, na, das wird sich dann zeigen. Aber wir schauen jetzt erstmal. Guck mal, hier war das. Hier ist die kleine Oase. Mit diesen halbgewachsenen Stummelchen hier. Die holen wir uns jetzt einfach mal alle weg hier wieder. Natürlich immer nur den obersten. Dass das vom Design hier generell so bleibt, wie es war. Dass wir hier die Natur nicht irgendwie zerstören. Ich mag das hier. Ich finde das hübsch. Da hinten da irgendwie. Hier die komischen Stängel hier, die aus der Erde wachsen. Ja, das ist schon eine gut generierte Welt. Kann man nicht sagen. Ja,
viel brauchen wir denn davon? Was haben wir denn? Wir haben 9x9, ne? Ja, 9x9 minus 1. Ne. Haben wir 9? Wir haben 3. Haben wir 4? Ne, wir haben 3. Haben wir 7x7? Guck mal, ich baue das jahrelang und weiß nicht mal die eigene Größe. Wir nehmen einfach mit, was wir kriegen können. Das reicht dann schon. So. Und wieder nach Hause. So, was haben wir hier? 1, 2, 3. Ja, 7x7. Von wegen 9x9, so ein Quatsch. Bam, 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 bam. Das Schöne ist ja, wenn das Wasser da drunter ist. Kennt er das trotzdem als ja, gültiges Wasser und wir können entsprechend dann hier auch pflanzen und es wächst dann auch. Außer, dass es inzwischen angepasst worden und das geht nicht mehr. Ja, Kaktus. Kaktusfarm wird langsam. So, wenn wir eh gerade Zeug in der Hand haben, kann man nämlich mal gucken, dass wir hier auch gleich mal welches hinsetzen. So. Keine Ahnung, wie wächst das? 4 oder was? So, es wächst jetzt 4. Hier? Müsste doch eigentlich runterwachsen, oder? Na gut, dann nicht. Alles gut. So. Das passt langsam jetzt doch hier. Ja, das. Ja. Ah, ich sehe schon, das wächst hier auch. Gut, einwandfrei. Also, das funktioniert. Kaktusfarm funktioniert. Dann haben wir für die beiden Folgen dann jetzt auch mal ein bisschen was geschafft. Und dann würde ich sagen, na gut, okay, vielleicht kurz mal hier wegtun, den Kram wieder. Komm mal hier hinten in die Ökokram-Kiste schmeißen. So. Vielleicht war es das dann doch mit dieser Aufnahmesession diesmal. Sieht immer so komisch aus, als wenn hier irgendwas wäre. Diesmal ein bisschen kürzer. 2 Folgen. Das heißt jetzt, jetzt quasi diese Folge hier ist die zweite. Muss ja mal kurz ein bisschen umdenken. Und geht zu. Blödes Ding da hinten. Ja, dann. Hopp. Dann haben wir das jetzt geschafft. Das Häuschen haben wir diesmal nicht angerührt. Ah, hier hätten wir auch noch übrigens... gut, hätten wir auch noch ein bisschen was gehabt. Dann war es das für diese Aufnahme-Session. Und... bin so verwirrt. Das ist so früh. Na ja, gut, eigentlich nicht, ne? Es ist ja schon 9. Es ist schon 9:30, meine Güte. Nee. Aktuelles Datum. 9:30. Oh, Junge. Nee, es kommt doch gar nicht hin. Was ist das? Zeitzonenunterschied. Ja, so passt das wieder. Hier übrigens mit den Symbolen, da kommt die nächste Zeit noch was mit der Mod. Verrückt. Ich habe total die Zeitzone vergessen. War ja Zeitumstellung. Jetzt haben wir wieder Normalzeit. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's für diese Aufnahmesession. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschö.